MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Yo Leute, was geht und willkommen zum Star Wars Flash. Heute geht es um eine Theorie, die erklärt, warum Rey gar nicht wirklich auf Snoke trifft, also in der 8. Episode Die letzten Jedi. Kurz nur vorab, nur weil ich die jetzt präsentiere, heißt es nicht, dass ich glaube, dass die zu 100% so passieren wird und nichts anderes geschehen kann. Doch ich finde diese Theorie ziemlich interessant und plausibel, weswegen ich dieses Video hier auch mache. Im Trailer sehen wir, wie Rey von Snoke gefoltert wird. Das war für mich eine sehr krasse Sequenz, da das ziemlich unerwartet kam, doch wie schon oft gesagt wurde, die Dinge werden nicht so sein, wie sie im Trailer erscheinen. Und das könnte sehr gut auch auf diese Sequenz zutreffen. Oft habe ich die Vermutung gelesen, dass diese Sequenz eine Vision sein wird, die Rey hat, was gut sein kann, aber es muss nicht mal eine klassische Vision wie in Episode 7 sein. Viele haben ja auch angemerkt, dass in Episode 8 einige Parallelen zu Episode 5 sein werden, was nicht heißt, dass es eine Kopie sein muss. Ich meine, die Charaktere in den Sequels sind ja auch verschieden im Vergleich zur Originaltrilogie, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Jedenfalls in Episode 5 haben wir gesehen, wie Luke auf Dagobah in eine Höhle geht. Luke sah dort Darth Vader, also halt nicht wirklich, wie wir ja alle wissen, war Darth Vader dort nicht wirklich. Aber so wie Luke in die Höhle gegangen ist, wird Rey zu dem Machtbaum gehen, was wir ja auch im Trailer sehen. Jedenfalls wird Luke Rey dann erklären, wo der Machtbaum herkommt und was er eigentlich ist. Anschließend wird er sie auffordern, dorthin zu gehen und ins Wasser zu tauchen, um damit zu beginnen, die Antworten zu finden, welche sie sucht. Somit wird Rey dort ins Wasser beim Machtbaum tauchen, bis ihre Vision ausgelöst wird. Genauso wie Luke dann halt Darth Vader in der Höhle in Dagobah sah. Lukes Ziel war es, ein Jedi zu werden, doch Rey möchte im Speziellen rausfinden, was ihre Bestimmung ist und wo diese hinführt. Wenn Rey dann letztendlich aus dem Wasser kommt, wird Luke dann auch schon da sein und Rey wird ihm von der Vision erzählen, in der sie von Snoke gefoltert wird und Luke wird jenes für Reys weitere Ausbildung verwenden. Wie genau kann man jetzt schwer sagen, aber in Episode 5 hat Lukes Aufenthalt in der Höhle auf Dagobah ja auch etwas gebracht hinsichtlich seiner Ausbildung zum Jedi-Ritter. Zusätzlich, wenn das im Trailer, also Snoke foltert Rey, tatsächlich passiert, frage ich mich, wie Rey da wieder rauskommen wird. Das ist die 8. Episode, also das ist erst der 2. Film innerhalb der Sequels, also ist es gar nicht so sicher, dass Kylo einfach schon zur hellen Seite wechselt und sie einfach rettet. Zudem ist das ja auch nicht mal eben so getan, denn Snoke scheint ziemlich mächtig zu sein. Und es scheint auch zumindest in dieser kurzen Sequenz nicht so, als ob Rey sich alleine da befreien könnte. Snoke hat sie da schon ziemlich unter Kontrolle. Dass Luke sich Snoke schon in Episode 8 stellen wird, halte ich auch für äußerst fraglich. Aber Leute, was glaubt ihr? Wird Rey wirklich auf Snoke treffen in Episode 8? Das würde heißen, dass Lucasfilm das tatsächlich auch direkt mit in den Trailer gepackt hat. Was man auch nochmal hinterfragen könnte, ob die das wirklich einfach so machen würden. Oder glaubt ihr, dass das eher eine Vision ist oder so wie halt zuvor geschildert vergleichbar mit Luke in der Höhle auf Dagobah. Wie gesagt, das muss meiner Meinung nach nicht zu 100% so passieren, aber klingt für mich relativ plausibel. Was sagt ihr? Schreibt das alles mal in die Kommentare. Ansonsten checkt meinen Link zu MMOGA ab. Dort kriegt ihr alle möglichen Spiele, Ingame-Währung, Keys und so weiter massiv reduziert und vollkommen sicher, also gönnt euch. Ansonsten haut rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.